Moin und Weidmanns Heil zu einer neuen Folge von Wir Jäger in Niedersachsen. Heute sind wir in der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Neben mir sitzt Dr. Oliver Kolling, Jäger und Wildbiologe. Er beschäftigt sich seit 24 Jahren mit den Schwarzkitteln im Schwerpunkt Verhalten und Reproduktion. Oliver, die Schwarzwildstrecke ist im letzten Jahr zurückgegangen. Die Leute sehen keine Sauen mehr. Was ist dran an den Gerüchten, dass die Jäger mit der jetzt legalisierten Nachtsichttechnik den Bestand zusammengeschossen haben und der Wolf den Rest gefressen hat? Sehr wenig, sehr wenig. Also ja, natürlich bringt die moderne Technik, die Nachtzieltechnik auch mit Schalldämpfern, das bringt alles ein bisschen was. Und klar, der Wolf entnimmt auch was aus der Population. Aber der Hauptfaktor, warum wir im letzten Jahr so wenig Schwarzwild hatten, ist einfach, dass wir eine ganz schlechte Reproduktion hatten. Warum? Ja, wir hatten im Frühjahr, 1. April ist die Temperatur um 15 Grad runtergegangen. Wir hatten vorher ein ganz mildes Frühjahr. Das konnte jeder eigentlich in seinem Garten nachvollziehen. Man hat es noch nicht so abgespeichert. Die Hortensien waren plötzlich verfroren, weil die schon solche Knospen hatten. Ja. Und da ist die Temperatur um 15 Grad runtergegangen, teilweise eben auch unter Null. Und das ist ja der Zeitraum, wo die meisten Frischlinge zur Welt kommen. Und wenn jetzt alle Frischlinge wegsterben, alle in Anführungszeichen, dann hast du natürlich viel, viel weniger da. Und das haben wir auf Fotofallenbildern auch nachvollziehen können, dass wir Rotten hatten mit 3, 4, 5 Bachen und Überläuferbachen, also ne, 3, 4, 5 älteren Stücken. Und da waren 3 Frischlinge dabei, so die ganz kleinen, ja, sobald die dann aus dem Kessel kommen. Das ist doch nicht normal. Ja, da hat man sonst 15, 20, 25 Frischlinge dabei. Und wir hatten nur 3. Ja? Das war auch nicht der Wolf, weil der geht doch nicht in den Kessel rein und holt die alle aus dem Kessel raus. Der ist doch nicht bekloppt. Ja, ja, der Wolf ist ja, das ist ja ein hochintelligentes Tier. Nicht umsonst haben wir den Hund. Ja? Und dann kam dazu, dass dann werden ja die, die jetzt keinen Überlebenden haben, dann werden die nachrauschig. Mhm. Und 4 Monate später, oder wie wir Jäger ja sagen, 3-3-3, ne? 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage, aber es sind ja gut 4 Monate, kommen dann die neuen Frischlinge. Das wäre dann entsprechend Ende Juli, Anfang August gewesen. Und da war es heiß? Da war das Knalle heiß. 35 Grad im Schatten und es war schon seit mindestens 4 Wochen kein Tropfen Regen gefallen, mindestens. Und auch regional, lokal auch noch viel länger. Das und dann sind die durch die Hitze gestorben oder hat die Bache zu wenig laktiert? Also es wird sicherlich so sein, dass einige auch einen Hitzschlag gekriegt haben. Dann könnte es durchaus sein, dass einige Bachen auch schon vorher Fehlgeburten hatten oder weniger aufgenommen haben, weil es ja auch im Frühjahr schon nicht so toll war. Das kann auch eben sein, dass einzelne, diese Steinfrüchte, ne, diese mumifizierten Föten, die man manchmal ja auch als Jäger findet, dass die einfach abgestorben sind und dann... Durch Wassermangel der Durch Bachen. Wassermangel, einfach durch eine schlechte körperliche Kondition. Denen geht's nicht so gut. Ja? Wie decken denn Sauen überhaupt ihren Flüssigkeitsbedarf? Ja, in erster Linie durch Saufen. Ne? Also... Sie schöpfen Wasser, sie saufen, sagen wir ja. Na, natürlich grundsätzlich auch durch das, was sie an Nahrung aufnehmen. Aber wenn es nur Trockenes gibt, dann müssen sie auch trinken. Und die Frischlinge, wie gehen die mit Hitze um? Also wie regulieren Sauen überhaupt? Die haben ja keine Schweißdrüsen. Wie können die Hitze loswerden? Also die kleinen Frischlinge haben sowieso noch eine ganz schlechte Thermoregulation. Deswegen ist das ja im Frühjahr, dass da so viele schon auch wegsterben. Für die ist es sicherlich, für die ganz Kleinen in so einem Sommer, wenn das 35 Grad im Schatten hat, auch kein Spaß. Also da fehlt es auch an der Thermoregulation. Die werden sicherlich einen Hitzschlag kriegen. Wie werden die denn die Hitze los? Ja, da sie nicht schwitzen, können sie das allerhöchstens weghecheln. Und das heißt, die gehen dann in kühle Bereiche, irgendwo im tiefsten Wald, wo noch so eine Restfeuchte ist. Also wenn wir letztes Jahr, da haben wir selbst in den feuchten Wäldern, also so Auwälder, es war knochentrocken, es war so ein harter Boden, ne, da war nichts mehr. Also da können die eigentlich nur noch dahin gehen, wo noch ein Fließgewässer tatsächlich Wasser führt. Okay. Und das kann Schwarzwild allerdings. Die können tatsächlich, wenn es drauf ankommt, Wanderungen machen. Ich habe ja gehört letztes Jahr, dass die Sauen im Feld der Brücken hinterhergelaufen sind. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Okay.
Was kann ich dafür tun für mein Schwarzwild, wenn es so trocken ist? Ja, also es wäre natürlich gut, wenn man das, wenn es so trocken ist, ist es schon zu spät. Ja, dann sind sie ja womöglich auch weg. Also es wäre gut, wenn man grundsätzlich, wenn man kein Fließgewässer hat, dafür sorgt, dass man zumindest so eine Suhle oder einen Teich hat, der auch in so einem langen Sommer auch immer noch Wasser hat. Na, am besten wäre natürlich, man hat ein Fließgewässer, über das man im Frühjahr dann diesen Teich auch befüllen könnte, um dann im Sommer genügend Wasser zu haben. Und nicht so ein steiles Ufer natürlich. Sie müssen Wie ja glaubst runterkommen. du, passen sich die Sauen an den Klimawandel an? Sie sind an alles Mögliche angepasst. Also das Schwarzwild ist ja rein genetisch schon so variabel. Die kommen von Portugal bis Japan vor, vom tropischen Regenwald im Süden in Indonesien bis rauf an die 55 cm Schneeisolinie in Sibirien. Die können fast alles, nur nicht Eiswüste und Vollwüste, also Hochgebirge ist ja schon nah dran. Also Ne? sind sehr anpassungsfähige Wildart. So anpassungsfähig, dass sie einfach damit weitgehend klarkommen. Und haben ja auch eine hohe Reproduktion. Also Ja, also die Reproduktionsrate beim Schwarzwild ist ja sehr hoch. Da haben ja wir hier an der Tiho, vor allen Dingen meine Kollegin Friederike Gethöfer, da ja schon seit, jetzt sind wir so über 20 Jahre, dass wir an der Reproduktion forschen und auch feststellen, es ist wichtig, dass wir das so lange machen. Nicht nur 3 Jahre Forschungsprojekt, sondern wirklich diese lange Zeitreihe, weil jetzt kann man da richtig Modelle rechnen, was passiert denn, wenn wir mal die Nahrung verknappen würden oder wenn die Temperatur über mehrere Jahre so hoch ist, weil wir jetzt so viele Beispiele und dafür was auch wäre haben. dann? Bei der Temperatur wissen wir es noch nicht, müssten wir mal durchmodellieren. Aber ne, jetzt haben wir endlich die Chance, das zu machen. Also es geht nicht, wenn man das nur 3 Jahre macht. Hast du 3 heiße Jahre, sagst du, oh Gott, die Vermehrung ist schlecht. Ja. Na gut. Also was natürlich passiert ist, wenn sie im Sommer, vor allen Dingen die Frischlinge im Sommer, jetzt noch nicht so gut wachsen, weil es so heiß ist, dass sie wenig Wasser und Nahrung haben, dann werden die sicherlich nicht schon im Herbst geschlechtsreif, sondern vielleicht erst im nächsten Frühjahr. Und dann haben wir wieder so einen zweiten Frischlingspeak im nächsten Sommer. Ne, dass wir im Frühjahr von den alten Bachen Frischlinge haben Ja. und im Sommer von denen, die dann das erste Mal Rauschen werden, gebären. genau. Was ist dran an den Gerüchten, dass durch das hohe Nahrungsangebot in unserer Kulturlandschaft, vor allen Dingen auch durch den Mais, dass die Frischlinge frühreifer werden? Also, das ist grundsätzlich so, dass diese Art daran angepasst ist, die Nahrungsressourcen so gut wie möglich auszunutzen. Ja, das heißt, immer wenn eine gute Nahrungsgrundlage da ist, werden die auch schon im ersten Jahr geschlechtsreif. Das war schon immer so. Ja, das hat die Art schon vor, ich weiß gar nicht, wie alt die Art ist, aber vor 1 Million Jahren auch schon so gemacht. Dadurch, dass die jetzt permanent eigentlich gute Nahrungsverfügbarkeit haben. Und es ist nicht nur der Mais, es ist auch der Raps. Ja, da können sie ja im Frühjahr schon in den Raps und das ist ja Kohl. Das ist ja viel Eiweiß, das ist ja eine super Nahrungsgrundlage für Schwarzwild da schon. Das heißt, wenn die mit den kleinen Frischlingen in den Raps ziehen und dann nach der Rapsernte dann in den Mais umsiedeln, der ja dann Ja. erst soweit ist, dann haben sie zumindest auch Lebensraum und dann irgendwann da auch noch Futter. Wobei das heute bei den Biogasmais, der bringt gar nicht so viel. Ja, Aber aber es ist Lebensraum auch. ist es Ne? so, dass die Bachen immer eher erfrischen und öfter frischen durch das Also gute Nahrungsangebot? öfter würde ich mal bezweifeln, weil im Normalfall ist es halt doch nur einmal im Jahr. Es gibt noch keinen handfesten Beweis, soweit ich weiß, dass sie zweimal im Jahr, also regulär zweimal im Jahr frischen. Ne? Erster Wurf und dann noch den zweiten Wurf, während die anderen noch leben. Es gibt so einen Hinweis aus Berlin, dass das wohl passiert sein könnte, aber da weiß ich noch nicht, ob die genetischen Ergebnisse inzwischen da sind. Bei uns in Niedersachsen können wir es eigentlich wunderschön sehen. Lüneburger Heide oder hier Weserbergland, Solling-Harz, ne, in den eher kontinentaleren Klimaten, da ist der Frischzeitpunkt eigentlich immer noch so März, April.
Ja, und im Nordwesten, also im Elbe-Weser-Dreieck oder auch in meinem Revier zu Hause in Bassum, da war das schon vor 20 Jahren, dass wir eigentlich an Weihnachten schon immer die ersten Frischlinge gesehen haben. Immer. Wenn unsere alten Jäger mit 90 Jahren sagen, oh, früher war das nicht so, dann denken wir mal in 50 Jahre zurück, wo die das so richtig bewusst erlebt haben. Vor 50 Jahren gab es aber noch bei weitem nicht so viel Schwarzwild, Ja. ne? Und wenn wir uns dann überlegen, gut, die meisten Frischlinge kommen im März, April zur Welt und ab und zu gibt es mal ein Einzelereignis, dann findet man plötzlich im November auf der Niederwelttreibjacht, ne, hast du plötzlich ein paar Frischlinge, oh Gott, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Kurz abgespeichert, wieder vergessen. 10 Jahre später hat man das nochmal wieder. So, und jetzt passiert das überall mal bei 10, 20 Mal so viel Schwarzwild, Ja, da ja. fällt es dann auf. Na, früher hattest du quasi jeden Monat in einem Landkreis einen so einen Fall und jetzt hast du das ja jeden Monat in jedem Also Revier. das Phänomen war quasi schon immer da, es fällt jetzt einfach nur mehr auf, weil es Es fällt jetzt insgesamt viel so mehr viel mehr auf. Sauen gibt. Ja. Okay, du hast es ja eben schon erwähnt, die gehen gerne in den Raps und in den Mais. Wie sehe denn deiner Meinung nach die beste, effektivste Jagdstrategie aus, um Wildschaden zu vermeiden, um diese Jahreszeit, wo das Getreide steht? Also ganz effektiv wäre es natürlich, wir würden alle an einem Strang ziehen und mal unser Revierdenken jagdlich vergessen. Ja, Und im zusammenjagen, jetzt nicht so in Form einer Hegegemeinschaft, sondern wirklich mit den Nachbarn zusammen. Wir zu Hause machen das, also unsere beiden Reviere, die wir pachten, mit unseren dritten Nachbarn zusammen. Wir machen das, wenn die rüber gewechselt sind. Oh, wir haben gerade die Sauen gefährdet. Und dann heißt es immer gleich, ja, dann kommt her. Ja, haben wir Nachbarn auf der anderen Seite erzählt, was ihr sagt euren Nachbarn Bescheid. Ja, wir wollen sie auch kriegen. Ja, ich meine, das ist so eine Waldfeldgemengelage, da wollen wir die einfach auch haben. Und wenn wir da 10 Sauen erlegen, dann merken wir das nächstes Jahr nicht, dass da weniger sind. Ne? Aber jetzt auf die Rottenstruktur bezogen, wo Auf die fängst du an? Rottenstruktur natürlich. Also wenn wir jetzt draußen im Feld jagen, dann nur Frischlinge. Aber da schon früh anfangen. Schon die Gestreiften, weil du kommst doch sonst nicht hinterher. Wir haben ja nur ein Jahr Zeit. Ein Jahr sind 365 Tage, sind 12 Mondphasen, von denen die Hälfte verregnet oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil Omas 90. Geburtstag ist oder so nicht gehen. Also Ja. früh entnehmen, weil damit es also früh weniger Sauen Ja. sind, die Schaden machen, aber auch damit die Leitbache die Erfahrung macht, okay, hier gehe ich lieber nicht hin, hier werden mir die Flüchtlinge Ja, auch weggeschossen. das bringt natürlich ein bisschen was, aber das Beste ist natürlich, dass wir den Bestandsdruck quasi auf die Felder so stark senken, dass da nicht, ne, umso mehr Schweine da sind, umso mehr Schaden passiert. Und wenn viele da sind, können wir auch mit Vergrämungsjagd so viel versuchen, wie wir wollen. Irgendwer kommt immer raus, weil die anderen haben es ja nicht mitgekriegt. Also es ist Ja? immer innerhalb einer Rotte, die lernt in dem Ja, es kann nur Effekt. innerhalb der Rotte jemand lernen, ne? Also die Überlebenden, die lernen, die anderen eher nicht. Ja? Welchen Einfluss hat denn dann die Leitbache auf die Erfahrung? Macht es Sinn, die lange leben zu lassen, damit sie die Erfahrung immer wieder jedes Jahr weitergeben kann, da lieber nicht Jein. hinzugehen? Jein. Natürlich macht das Sinn. Also wenn ich das gut hinkriege, der die Erfahrungen zu geben, die mir nützen, ja? Sie aus den Feldern rauszukriegen, dann ja. Aber wenn die Leitbache so clever ist, dass die dann sagt, okay, ich weiß, ne, wie war das, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ja. Hat gut gebrannt. Ja, die wissen auch, wer da kommt. Also der Stefan Suter in der Schweiz, der hatte so, es gibt doch diese Starnschreckkästen, diese Klangattrappen, also ne, du spielst ein Tonband ab. Und das gibt es ja für Schwarzwild auch, das hat er mitentwickelt. Und er sagte, Olli, was am besten funktioniert ist, du brauchst das Auto, was in diesem Revier am meisten jagt, das Geräusch brauchst du und das Türen klappen. Dann kriegst du sie aus den Feldern raus. In dem einen Revier war das Marke X, ich nenne mal jetzt keine Marke, ne? War das Marke X und hat super funktioniert. Dann hat er die Klangattrappe woanders aufgebaut, hat es nicht funktioniert. Wie ist das jetzt? Du hast ja gesagt, Sauen sind sehr intelligent und wir hatten eben schon das Thema, den Lerneffekt. Wie gehen Sauen denn mit Jagddruck um? Ich denke fast, dass wir bei uns in Deutschland immer noch einen relativ moderaten Jagddruck haben, weil wir mit allen Untersuchungen, was wir so gemacht haben, nicht so richtig feststellen konnten, dass das Schwarzwild darauf reagiert.
so richtig. Während es in Beispielen aus Frankreich so war, dass dort, weil dort noch eine echte Jagdzeit war, ich glaube, inzwischen haben die das auch ausgeweitet, wo man nur 3 Monate aufs Schwarzwild wirklich Jagdzeit hatte. Und dann war da ein ganz großer Druck in kurzer Zeit. Und dann machten die ja jede Woche ein kleineres Drückerchen mit großem Druck. Wo im Grunde ab da, wenn das Schwarzwild weiß, oh, erster Schuss ist gefallen, wir haben hier September, ne? Und dann ab in die Deckung und dann verschwinden die in Wildruhezonen, in nicht bejagbare also Naturschutzgebiete oder sowas. Weg. Die sind dann ja so um ein Streifgebiet verlagert, da wo okay. es geht. Das machen aber auch nur die wissen, dass es so eine Rückzugsmöglichkeit gibt. Ja, also und das haben wir bei uns zum einen kaum. Das hast du im Grunde nur in Nationalparken oder Wildruhezonen, die dann aber oft, die sind ja von den Jägern selber eigentlich, also von den Revierpächtern eingerichtet, die dann ignoriert werden, wenn sie sagen, aber jetzt wollen wir Schwarzwild jagen. Das kommt ja noch dazu. Eigentlich darfst du es nicht, aber machst es doch. Ja? Oder wir haben es natürlich dort, wo wir bei großen revierübergreifenden Drückjachten, wenn Einzelreviere da nicht mitmachen. Dann ja. gehen sie dahin. Dann also gehen sie weichen einfach dann gehen aus. Sie, Druck ja, und das wissen die nach einem Jahr, wissen die, okay, hier bei, welches ist unser häufigster Name, Meier? Sagen wir mal bei Meier oder Müller. Ja, Müller hätte ich jetzt gesagt. Ja, Müller, könnte auch Müller sein. Da in der Jagd, da passiert nicht viel. Da sitzen vielleicht 3, aber wird nicht durchgetrieben. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Ja? Und das machen die im nächsten Jahr dann quasi automatisch. Ja, das heißt, das Treiben geht los und die ziehen sich zurück. Das haben wir ja schon vor über 20 Jahren, vor 24, 25 Jahren haben wir das als. Da muss man nur rauskriegen, wo die Rückzugsgebiete sind. Ja, du musst im Grunde musst du diese oft sind das die kleineren Eigenjachten, die eher sagen, ah nee, komm, bei uns geht keiner durch. Die musst du außen sehr gut und eng abstellen, dass sie da gar nicht erst reinwechseln. Ja. Ja, nicht Revierstruktur denken, sondern ja, natürlich, das wäre viel besser. Wir würden eben nicht die Grenzen abstellen, sondern einfach großflächig ja. als eine Einheit agieren. Jetzt Thema Nachtsichttechnik, weil das ja auch eingangs erwähnt wurde. Gibt es da schon, also nachts wird Druck gemacht auf das Schwarzwild, gibt es da schon Verhaltensänderungen? Da wird es sicherlich Verhaltensänderungen geben. Ob wir die nachvollziehen können, wage ich mal zu bezweifeln. Es ist sicherlich noch nicht so extrem, dass wir das wirklich nachvollziehen können. Ergebnisse dazu kenne ich noch keine. Also wir haben da noch nichts. Wir haben aber im Moment eben auch keine gezielte Forschung am Schwarzwild, also nur Schwarzwild. Mhm. Und wir haben auch vor allen Dingen keine Telemetriestudien am Schalenwild gerade. Wie würdest du mit Nachtsichttechnik jagen? Um Strecke zu machen, sollte man sie dann natürlich clever und gezielt so einsetzen, wie man es eigentlich auch ohne Nachtsichtzieltechnik machen würde. Ne? Aber jetzt nicht immer zu jeder Nachtzeit, nicht zu jeder Phase? Nee, du musst auch natürlich irgendwie Ruhephasen lassen. Ne? Also die Intervalljagd bringt ja im Großen und Ganzen, wenn sie vernünftig gemacht wird, auch besser Strecke, weil du immer wieder diese Phasen hast, wo sie dann nachlässiger werden. Ja, wenn ich die ganze Zeit permanent Druck drauf mache, kriege ich nachher gar nichts mehr. Mhm. Ne? Jetzt hattest du ja eben schon mal gesagt, das Wort Seuche angesprochen. Wie würde so ein ASP-Szenario ausgehen im Schwarzwildbestand aussehen? Im Schwarzwildbestand, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. Was für eine Auswirkung hätte die ASP kurz- und langfristig auf die Population? Okay, wenn der Mensch nicht eingreifen würde, also dann hätte man natürlich zum einen, dass das Schwarzwild sich, die Überlebenden, sich immer noch gut vermehren, womöglich sogar noch, naja, noch schneller geht fast gar nicht. Wir haben schon die höchsten Reproduktionsraten weltweit. So dass wir immer noch einen relativ großen Bestand haben. Es infizieren sich auch relativ wenige. Also es wäre nicht so, dass das geht ja nicht durch wie damals die klassische Schweinepest oder wie die Fuchstollwut. Ne, das rast da nicht durch, sondern es bleibt in diesem Bestand. Es breitet sich ganz, ganz langsam aus. Also vielleicht so 20 Kilometer im Jahr, dass das in der Population vorwärts wandert.
Dann bleibt es aber eben in unserer Population. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal so Niedersachsen, ne, 90% der Schwarzwaldstrecke Niedersachsens werden auf 50% der Landesfläche, nämlich im Südosten, ne, also Ost-Süden, erlegt. Das heißt, irgendwann hätten wir halt Niedersachsen, Lüneburger Heide, Weserbergland durchseucht. Der Bestand wäre dann auf Dauer gesunken, aber es würde nicht verschwinden. Es wäre nicht so, dass alle, also es gibt Sauen, die das dann überleben. Ja, ja, ja. Nein, es gibt relativ wenige, die ASP selber überleben. Da gibt es nur ganz wenige. Es ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ja, inzwischen da, wo sie lange grassiert in Estland, gibt es so erste Hinweise, es sind vielleicht 5%. Also scheinen sich so langsam auch Resistenzen zu entwickeln, aber ganz, ganz langsam. Da haben wir es ja schon seit fast 10 Jahren. Aber es bleibt einfach in der Population deswegen, weil irgendwo ist immer wieder infektiöses Material. Mhm. Das Virus überlebt ja in organischem Material. Also selbst, nicht, es muss nicht mal Fleisch sein, es kann einfach dieses verweste Im Boden auch Tier, dann. Im Boden. Ja, in dem organischen Material kann das ewig lange überleben. Also in Blut bei Zimmertemperatur waren es, glaube ich, 6 Wochen. Das ist, nach 6 Wochen ist dieses Blut eklig. Und gefroren wirklich ewig. Also, und das scheint aber immer noch wieder irgendwoher dann zu kommen. Und da haben wir dann das Problem, dass das in der Population einfach ewig lange bleiben wird. Selbst wenn es dann vielleicht mal lokal erlischt, wie das zum Beispiel auch in Lettland, Estland teilweise war, dann flammt das plötzlich 6 Monate später wieder auf. Mhm. Weil natürlich das dann womöglich durch von außen wieder eingetragen wird, weil es doch so viele ja nicht Überlebende gibt, sondern Nicht-Infizierte. Ja? Okay, das sind dann die einzelnen Stücke, die einfach nicht bei der Rotte sind, ja, die oder, sich in dem oder, Moment nicht infizieren. Ja, einzeln gehende Stücke haben wir auch und wir haben ja viele, viele kleine Rotten. Das ist auch völlig natürlich. Wir haben ja nicht unbedingt dieses Wunschdenken, was Meinhard oder Norbert Happ hatte, das ja auch immer so eine Rotte mit Leitbache, die wird dann groß, 5, 6 Bachen. Und dann haben wir da so eine Riesenrotte, was ja im besten Fall dann über 60 Tiere wird oder so. Das passiert ganz, ganz selten. Also in weitgehend unbeeinflussten Populationen, so in Mittelrussland gibt es diese Rotten auch, aber genauso selten wie bei uns. Okay. Ja, und es gibt die vielen Rotten mit 1 oder 2 Bachen, gibt es viel, viel häufiger. Wenn sich die eine Rotte infiziert, heißt das doch nicht, dass die Nachbarrotte das auch gleich muss. Ja? Also müssen wir uns dahingehend jetzt auch nicht Sorgen um unser Schwarzwild machen. Nein, Sorgen um unser Schwarzwild nicht, aber um unsere Jagd. Ja, wenn die Seuche da drin ist, dann bleibt sie da drin. Ja, sie ist in Osteuropa ist sie ja jetzt seit 2011 in Russland angekommen. Sie war auf Sardinien. Jetzt ist Sardinien wahrscheinlich ASP-frei. Du meinst, das waren über 40 Jahre, seit 78. In Spanien war es von 78 bis 95. Du meinst Sorgen um die Jagd, weil das dann weiße Zone wäre, weil keiner rein dürfte und genau. Alle Sauen entnommen. Ja, keiner rein, so wahrscheinlich auch nicht. Es wird irgendwie wieder Jagd stattfinden müssen, war auf Sardinien auch. Aber es findet dann weniger in Selbstregie statt, sondern du wirst immer Vorgaben von den Veterinärbehörden kriegen, was du wann wie tun darfst. Und das nicht nur die Schwarzwildjagd, sondern auch andere Jagdmöglichkeiten, weil du natürlich ja nicht einfach du darfst ja nicht durch so ein Kadaver durchfahren dann. Das heißt, es wird schon relativ stark reguliert sein, wann du was wie machen darfst. Jetzt sind wir ja nicht die einzigen Jäger, die nachts durch den Wald pirschen oder tagsüber auf Jagd sind. Welchen Einfluss hat denn jetzt der Jagddruck, den der Wolf ausübt, auf das Schwarzwild tatsächlich, auf das Verhalten? Auf das Verhalten, na gut, auf das Verhalten, da ist sicherlich was merkbar. Das Schwarzwild zieht sich unter gewissen Bedingungen zurück. Also grundsätzlich, sie machen eine Wagenburg. Mhm. Wenn der Wolf kommt, machen sie eine Wagenburg oder sowas in der Art. Ne? So wie die Wiesente sich in die Wagenburg stellen oder die Moschusochsen. Ne? Sowas macht das Schwarzwild ja auch. Oder wir können eben beobachten, dass wenn die ziehen, immer eine Bache versucht, nach hinten weg zu verteidigen. Ne? Und da gibt es eindrucksvolle Videos, wie eben ein junger Wolf
so ein einjähriger Wolf versucht dann Frischling zu entnehmen. Einen kann ich doch abkriegen. Und, ne, und die Bachen sagen, nein, du nicht. Ja, und dann wechseln die sich sogar ab. Da gibt es ganz tolle Videos von Jägern am Ansitz aufgenommen. Du siehst auch sogar teilweise im Hintergrund steht Rotwild und guckt, was macht ihr da eigentlich? Ne? Also da sieht man, dass unser Wild das durchaus inzwischen gelernt hat, mit dem Wolf umzugehen. Das sehen wir eben auch viel, dass auch das Rotwild, am Anfang war es eher panisch, jetzt gewöhnt es sich. Das Schwarzwild hat sich auch gewöhnt und in einigen Bereichen, also in der Lüneburger Heide, eben einer meiner Förster dort, mit denen ich da eng zusammenarbeite, der ein sehr, sehr guter Beobachter ist. Und der Sönke hat gesagt, ich sehe das immer dann, wenn die, wenn da kleine Frischlinge sein müssen, sehe ich immer nur Schwarzwild bei mir im Revier ab 50 Kilo aufwärts. Dann sind keine Frischlinge da. Das heißt nicht, dass der Wolf die gefressen hat, sondern die Bachen, die zum Frischen gehen, gehen wahrscheinlich schon zum Frischen dahin, wo der Wolf aktuell nicht jagt. Okay, also ja, ziehen sich in bestimmte Bereiche zurück, wo er nicht so gut jagen kann, wo es vielleicht ein bisschen steiler wird oder so. Ja, und dann sind sie irgendwann, wenn die Frischlinge einigermaßen groß genug sind, auch wieder da. Oder sie kommen deswegen wieder, weil der Wolf inzwischen irgendwo anders in seinem Streifgebiet ist. Also sie passen sich an. Sie passen sich auf jeden Fall an und sie weichen auch durchaus auch aus, aber eben nicht alle, sondern nur die erfahreneren Bachen, die auch die Verantwortung für ihre Schützlinge haben. Ja, also das machen wir Menschen ja auch, also insbesondere die Muttis bei uns ja viel mehr. Die Männer sind immer so, ich stelle mich dahin, ich muss meine Familie beschützen, wer es wirklich macht, sind unsere Frauen. Ja, und das ist da nicht anders. Also ich merke, wir müssen uns keine Sorgen um unser Schwarzwild machen, weder Klima, weder Bejagung, weder Wolf. Sorgen nicht, aber dass es Veränderungen geben wird, ja. Also der Wolf hat einen Einfluss, auch auf die Population, der nimmt ja schon eine Menge raus. Mhm. Ja. Aber wie viel es dann im Endeffekt ist, wissen wir einfach noch nicht. Und dass wir da jetzt unbedingt, wer weiß wie, vorsichtig jagen müssen aufs Schwarzwild mit der hohen Reproduktionsrate, die ja weiterhin bleiben wird. Solange sie Wasser und Nahrung haben und ein bisschen Deckung, wird die Reproduktionsrate so hoch bleiben. Ja, da kann der Wolf so viel entnehmen, wie er will. Die Reproduktionsrate bleibt erstmal hoch. Und wenn wir dann jetzt anfangen, oh Gott, ganz vorsichtig jagen, dann haben wir aber morgen den Zug verpasst. Alles klar. Vielen Dank, lieber Olli, für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wenn ihr einmal Teil einer Folge werden wollt, dann bewerbt euch unter jäger@dlv.de und wenn ihr mögt, liked und kommentiert uns auf Instagram und YouTube. Horridoo!